Komm, gucken wir mal, was die Herstellung jetzt erstmal sagt. Okay, wir können die Sprengstofftasche machen. Oder ein Geldbeutel, warte mal, bis zu 1 Million. Können wir aktuell tragen und mit dem nächsten Upgrade bis zu 2 Millionen kommen. Dann machen wir jetzt erstmal die Sprengstofftasche. Okay, Schnee. Leopardenfell. Da brauchen wir auch Schneeleopardenfell. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch 3 Panzernashörner. Ja, den Bann hier, den haben wir es ja erstmal gegeben. Wobei das wahrscheinlich auch echt relativ knapp war, dass uns das zweite Nashorn nicht einfach in die Erde gestampft hat. Wo haben wir denn sonst noch welche? Guck mal, hier haben wir auch noch welche. Von dort aus, na komm, dann reisen wir mal. Was haben wir denn hier? Schanatzucht. Oder Schanatzucht oder wie auch immer. Können wir von dort aus dorthin und mal hoffen, dass wir dort ein paar Nashörner finden. Wie gesagt, ich würde die gerne mit Pfeil und Bogen erledigen, damit wir halt einfach diesen Doppelbeutebonus bekommen. Aber das ist echt ein wenig zu hardcore, glaube ich. Das würde ich nicht überleben. Definitiv nicht mit Pfeil und Bogen. Ich glaube, da brauchen wir alle 50 Pfeile für ein Nashorn. Wohl bemerkt. Aber wir reiten jetzt einfach mal auf dem Elefanten. Oh. Aber irgendwas stimmt hier doch nicht. Oder war das, weil wir... Ah, okay, check. Das war, weil wir im Wasser waren. So, jetzt immer schön die Augen aufhalten. Da ist doch ein Nashorn. Okay, da ist noch irgendwas hinter uns her. Ich traue mich jetzt gar nicht abzusteigen. Aber ich tue es jetzt einfach mal. Ich hoffe jetzt, dass jetzt nichts kommt. So, wir haben ein Fell. Springen direkt auf den Elefanten erstmal wieder auf. Und du bist, das ist echt so geil gemacht, ne? Dass hier man hier schön Elefanten reiten kann. Ach, das ist der Elefant, der dann immer so am Quieken ist. So, ich weiß nicht gar nicht, wie viele brauchen wir denn noch? Noch 2 Nashörner. Okay, wir brauchen noch 2 Nashörner. Wobei, warte mal, wenn wir einen Elefanten haben, ne? Dann könnten wir doch eigentlich mit Pfeil und Bogen Sherpa. Ist das ein mobiler Händler oder ist das ein Außenposten? Mal bewegen wir uns denn gerade. Ja, okay, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Das wird aber wahrscheinlich nur so ein blöder Händler sein. Aber ja, doch, bei dem können wir doch dann auch anpassen. Ja, bleib doch mal Chili-Vanilli, Alter. Ohne Mist. Ich will doch hier... Ja, kaum anpassen. So, das haben wir erstmal. Waffen. Dann können wir uns unseren Recurve-Bogen einfach mal anlegen. Ich hoffe, dass wir von mit dem Recurve-Bogen vom Elefanten aus aufschießen können. Jawohl, nice. Denn dann können wir uns jetzt nämlich mal so ein fettes Nashorn suchen. Und können ganz gemütlich einfach mal wahrscheinlich auf dem Elefanten sitzen bleiben. Und das Nashorn schön mit Pfeil und Bogen abknallen. Zumindest einfach mal ausprobieren. Vielleicht haben wir so viel Glück und es funktioniert. Aber erstmal tackeln wir dich weg.
Ja, der ist einfach mal ein bisschen ins Wasser geflogen. Sollte aber auch kein Wunder sein, wenn man von dem fetten Elefantenrüssel erstmal einen Mickey-Tackle kriegt. Ich habe mich gerade schon gefreut, aber das ist leider auch nur, ja, was heißt leider, ist aber auch nur ein Elefant. Und die dürfen wir natürlich nicht töten, denn das sind ja unsere liebsten Tiere in diesem Spiel. Wir smashen einfach alles hier weg. Brauche ich gar nicht anvisieren. Da kann ich auch einfach mal so reinhacken. Okay, wir müssen erstmal wieder so hinterherkommen. Schön in der Foot geballert. Also ich werde den auf jeden Fall irgendwie erledigen können. Ich hoffe es zumindest. So, jetzt erstmal ganz gemütlich wieder hinterher hier. Das ist nur nicht so kompliziert wäre auf dem Elefanten. Also er hat schon ordentlich Pfeile von uns kassiert. Also ich bin echt mal gespannt, ob die noch 40 Pfeile reichen werden. Was ist denn, wenn ich jetzt hierher renne? Okay, der sammelt den Pfeil natürlich nicht ein. So, das nachher mal schön, die beiden mal schön in Ruhe lassen. Wir müssen uns erstmal nur um das eine hier kümmern. Und das rennt ja wie so ein angestochenes Schwein hier rum. Vor allem immer schön in der Foot rein. Wann fällt das fette Vieh denn mal um, ey? Weil jetzt ist hier alles voller Nashörner. Ich krieg einen Rappel. Oh, der war aber ganz daneben. Ja, einfach mal hier. Die Bäume, die können uns einfach nichts anhaben. Das ist so geil. Von den Nashörnern, die tun uns auch einfach nichts, wenn wir auf so einem fetten Elefanten drauf sitzen, ey. Das ist echt so episch. So, Kollege. Ey, wann will der denn mal umfallen? Oh, den haben wir einfach mal direkt in den Baum reingeflackt. Höchstwahrscheinlich. Boah, das ist so schwer, ne? Vor allem immer dann, wenn ich gerade loslassen will. Ich hoffe ja nur, dass das jetzt, weil das Ziel immer dann wieder weiß wird, beziehungsweise das Fahnenkreuz weiß wird, dass das, dass die Lebenspunkte bei dem dann nicht resettet werden. Das hoffe ich einfach mal, falls ihr da irgendwie eine bessere Info habt als ich. Boah, wir haben ihn erledigt mit 28 Pfeilen. Müssen wir rein theoretisch 28 Pfeile wieder bekommen. Aber wir bekommen wahrscheinlich nur 2 wieder. Ja gut, mal abgesehen von den Pfeilen, die wir daneben gesammelt haben natürlich. Das waren ja auch so einige. So, erstmal auf den Elefanten drauf, denn dort sind wir sicher, definitiv. Und bam, schwarze Teufel.
So, Schneeleopard, Schneeleopard. Okay, den Rest bekommen wir halt alles noch über die Kyrat Fashion Week. Und Schneeleopardenfelle. Okay, wo bekommen wir denn Schneeleopardenfelle her? Ich habe Königstiger. Also ich habe echt ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo wir Schneeleoparden herbekommen. Wahrscheinlich irgendwo hier oben aus dem Gebiet, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Oder kommen die erst hier oben irgendwann? Denn wir haben ja storymäßig einfach mal noch nichts gerissen hier. Ich bin ja mehr nur am Rumlaufen und am Nebelpader. Ja, mehr am Rumschwallern und am nebenbei irgendwie hier am Machen, als eigentlich im Story-Modus am Zocken. Aber soll auch nicht so schlimm sein. Ich finde definitiv hier keinen Nebelleoparden oder Schneeleoparden, sondern nur Nebelparder. Ich denke mal, das sind extra dann nochmal irgendwie andere. Okay, ich sehe auch gerade schon mal einen Timer und bin jetzt bei etwas gut über einer Stunde. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause machen und werde mich dafür kommen. Gehen wir wieder zur Schanatzucht oder Lage der Rohan. Ziegelfabrik, Keterlandsitz. Ach komm, wir gehen zurück zum Dorf Banapur. Reisen dorthin, rüsten nochmal alles ganz kurz aus, beziehungsweise kaufen einfach die Munition nach. Und dann werde ich mich für heute erstmal verabschieden, beziehungsweise halt die Aufnahmesession beenden. Da muss ich auch erstmal was trinken, weil so viel Zeug, was ich wieder hier am Schwallern war. So, den ganzen Klumpatsch verkauft. So, Körperpanzer haben wir. Achso, Munition nachgefüllt haben wir auch. Wir haben jetzt noch 99.000, also knapp 100.000 Rupien. Und ja, komm, wir stellen uns mal nach draußen, denn draußen sieht es ja eigentlich ganz schön aus, hier mehr oder weniger im Dorf Banapur. Abgehört, du hättest mit einem Wilden Oh ja, Baby, das haben wir. Am besten geht man solchen Situationen aus dem Weg. Komm, wir gehen mal nach oben. Ich weiß ja nicht, wie hoch kommen wir hier. Ne, sind wir schon eher am Randgebiet vom Dorf Banapur. Ja, stellen wir uns einfach mal hier hin. Da hinten sieht man den Gleiter noch schön im Hintergrund. Und wie gesagt, ich bin jetzt erstmal raus. Achso, ne, Moment. Wir haben drei Fertigkeitspunkte. Können wir noch irgendwo was auf Leveln. Ja, wir könnten rein theoretisch hier noch eine Überlebensspritze machen. Weniger Schaden durch gegnerische Kugeln. Guck mal, mit den Spritzen haben wir auch noch nie wirklich gearbeitet. Also ich glaube, da sollte ich mich definitiv auch noch mal ein bisschen irgendwie einlesen und einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wahrscheinlich Kettentakedown. Okay. Ja, wir haben mehr oder weniger schon fast alles komplett aufgelevelt hier, aber vom Story-Modus, vom Story-Bereich her halt wirklich echt noch wenig gemacht. 14 von 32 Missionen. Ist aber auch nicht schlimm. Karma-Level sind wir schon bei 4 von 8. Persönlicher Fortschritt, 28 von 64 Waffen. Aber wenn ich das jetzt hier gerade alles so sehe, das ist, sieht alles ziemlich geil aus. Also wir haben hier schon einiges geschafft, aber wiederum anders natürlich auch sehr wenig gemacht. Verlorene Briefe noch gar nicht gesammelt. Masken auch erst 3 Stück, Poster. Okay, also wir haben noch eine gute 43%. Okay. Gott, ey. Oh, wir können auch für das Haus der Gelds noch Objekte kaufen. Aber gut. All das werden wir in den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen versuchen in den Angriff zu nehmen. Erstmal werden wir noch schauen, dass wir die restlichen Klamotten alle noch upgraden können. Und werden dann definitiv im Story-Modus auf jeden Fall oder in der eigentlichen Kampagne noch versuchen weiterzukommen, dass man da auch endlich mal wieder was Neues sieht und vielleicht auch von der Welt ein bisschen was Neues sieht. Und
ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen, wie das Ganze laufen wird und was da noch eigentlich alles auf uns zukommt. Und vor allem von der Geschichte her, was da noch alles so genau passieren wird. Mit Pagan-Min und sowas alles. Ich bin da echt gespannt drauf. Ich bin da echt heiß drauf. Und ja, bis dahin, haltet die Ohren steif. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Gruß, euer Latt.